In diesem Video möchte ich euch den Grabsteinglitch zeigen, und zwar die neue Variante, wo ihr wieder Solo Sachen duplizieren könnt. Aber erstmal liebe Grüße an John, vielen Dank, er hat mir bei dem Video geholfen, Leute. Schreibt mal alle in die Kommentare ein Herz für John und ich mache jetzt mal weiter mit dem Glitch. Und zwar müsst ihr erstmal zu euren Grabstein, den ihr bereits angelegt habt. Und wenn ihr keinen Grabstein angelegt habt und nicht wisst, wie das geht, dann werde ich das in die Videobeschreibung verlinken, Leute. Schaut euch das da an. Aber für alle, die einen Grabstein haben, macht diesen erstmal leer. Also ihr müsst den jede Runde leer machen und danach müsst ihr wieder eine Grabsteindose trinken, Leute. Ganz wichtig, weil in jeder Runde, wo ihr euren Grabstein leer gemacht habt und die Sachen exfiltrieren wollt, dann müsst ihr nochmal einen Grabstein trinken und dann geht ihr zum Akt 4 Portal. Für alle, die noch nicht so weit bei der Mission sind, das spielt keine Rolle. Ihr könnt auf Mission bearbeiten, auf Akt 4 und schlechtes Signal aktivieren. Wenn ihr euren Stein dann leer gemacht habt und eine neue Grabsteindose getrunken habt, dann geht zum Portal, aktiviert das, aber geht noch nicht auf die Karte und stimmt noch nicht auf Ja. Denn ihr müsst jetzt links diese Lebensanzeige beobachten, die langsam runtergeht. Und sobald die Lebensanzeige rot wird, geht ihr auf die Karte, stimmt für Ja. Und jetzt kommt der Countdown. Ihr werdet dann sehen, dass hier down geht, da steht dann Spieler eliminiert, aber kurz danach kommt die Teleportationsanimation. Und hier müssen alle Konsolenspieler die Anwendung schließen und alle PC-Spieler müssen warten, bis es jetzt schwarz wird und hier dashboarden. Und wenn ihr dann wieder zurück in der Lobby seid, dann seht ihr, dass ihr alle Sachen habt und die könnt ihr einfach ins Lager legen. Außerdem würde ich euch empfehlen, in euren Grabstein einen großen Rucksack reinzutun, damit ihr alle Operator, die noch keinen großen Rucksack haben, erstmal ausrüsten könnt. Wenn ihr dann wieder ins Spiel geht, dann werdet ihr sehen, dass euer Grabstein diesmal am Friedhof ist. Und jetzt müsst ihr einfach wieder dasselbe machen. Ihr leert euren Grabstein komplett. Danach trinkt ihr wieder eine Grabstein-Cola und ihr könnt noch einen großen Rucksack reintun. Außerdem könnt ihr auch eine Selbstwiederbelebung dabei haben, Leute, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Und wenn ihr dann jetzt alles habt und den Grabstein getrunken habt, dann müsst ihr hier wieder zum Portal gehen. Ihr müsst damit interagieren und danach direkt ins Wasser springen. Eine wichtige Info, ihr dürft keinen Dr. Niete-Perk ausgerüstet haben, weil sonst klappt das Ganze nicht. Wenn ihr dann wieder im Wasser seid, dann müsst ihr wieder auf die linke Lebensanzeige warten. Und wenn die im roten Bereich kommt, dann geht ihr auf die Karte, stimmt mit Ja ab. Und danach werdet ihr die Eliminiert-Anzeige bekommen und die Teleportationsanimation. Alle Konsolenspieler, wie gesagt, müssen dashboarden, also Anwendung schließen, sobald die Teleportationsanimation kommt. Also ich zeige euch das jetzt noch einmal für alle Konsolenspieler. Ihr müsst jetzt auf Anwendung schließen und alle PC-Spieler warten noch, bis es schwarz wird. Weil kurz danach kommt dann dieses schwarze Bildschirm und hier drückt ihr dann auf Alt F4. So, und jetzt könnt ihr das Ganze so oft wiederholen, wie ihr wollt. Das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir in die Kommentare. Und wenn du in Zukunft nichts mehr verpassen willst, kannst du jetzt ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit du immer auf den neuesten Stand bleibst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.